Hallo, ich heiße Ned, ich bin 18 Jahre alt und ein ganz normaler Typ. Das Einzige, was mich von den anderen unterscheidet, ist mein älterer Bruder Caden. Er ist Millionär. Cool, oder? Unsere Abenteuer werden zu meiner Geschichte. Caden hatte für meinen letzten Urlaub eine Überraschung vorbereitet. Er rief mitten in der Nacht an und sagte mir, ich solle meine Sachen zusammenpacken. Innerhalb einer Stunde saßen wir bereits im Flugzeug. Ich hatte keine Ahnung, wohin die Reise ging. Mein Bruder spielte gerne Streiche, deshalb war ich etwas besorgt. Er bezahlte sogar das Flugpersonal, um mitzuspielen. Wohin fliegen wir? Und warum steht in der Broschüre, dass der Name des Piloten Jack Sparrow ist? Oh, du sprichst von Captain Jack Sparrow? Ah, du bist unerträglich. Aber ich nehme dich mit in die Karibik. Du verarschst mich wieder, oder? Überraschenderweise hat Caden diesmal nicht gescherzt. Wir sind tatsächlich in Kuba gelandet. In der Marina von Cienfuegos wartete bereits eine angemietete Yacht auf uns. Mein Bruder wollte die Besatzung nicht mitnehmen, also war ich mir sicher, dass es eine Reise für zwei Personen sein würde. Ich stellte mir vor, wir segelten in der Karibik wie ein paar Piraten. Aber auf dem Weg kamen zwei seiner Freunde zu uns und ich begriff, dass ich nur zur Begleitung mitgenommen wurde. Für meinen 33-jährigen Bruder war das ein ganz normales Wochenende, aber ich war so etwas nicht gewöhnt. Ich fühlte mich wie ein Kind auf einer Erwachsenenparty, wo man Alkohol probieren durfte, während Mama nicht hinsah. Nur dass es statt Alkohol schöne Frauen in Bikinis gab, denen Caden versuchte mich vorzustellen. Unsere Reise ging weiter nach Südwesten entlang der Karibikküste. Nach einem Tag auf See ging uns der Alkohol aus und Caden beschloss, auf der Insel Cayo Largo neue Vorräte zu beschaffen. Seine Freunde und vier der Models stiegen aus, um am hiesigen berühmten Strand schwimmen zu gehen. Als es Zeit war, wieder in See zu stechen, stellte sich heraus, dass sie sich irgendwo ein Zimmer gebucht hatten und nicht mehr mit uns weiterreisen würden. Ich verstehe nicht, warum jemand eine Yacht gegen ein Hotelzimmer tauschen würde. Du wirst es verstehen, wenn du älter bist. Ich bin schon erwachsen. Wirklich? Ausgezeichnet. Dann kann ich auch mit dir wie ein Mann reden. Es sind noch 10 Mädchen auf der Yacht. Das heißt, jeder darf sich 5 aussuchen. Einverstanden? Ich habe nicht ganz verstanden, warum wir die Mädchen aufteilen mussten. Warum konnten wir nicht einfach mit allen reden? Aber ich tat so, als würde ich zustimmen. Ich wollte wirklich, dass mein Bruder mich als erwachsen betrachtet und dass ich dazugehöre. Jetzt war es unser eigenes Abenteuer und ich wollte mehr Zeit mit Caden verbringen. Hey Kleiner, kannst du uns den Champagner aufmachen? Schon, aber wieso fragst du nicht Caden? Caden hat heute schon ein Champagner für uns geöffnet. Wir möchten, dass du ihn öffnest. Es ist, als wollten sie mich in Verlegenheit bringen. Ich bin rot bis auf die Knochen geworden. Alle hielten ihre Gläser immer wieder hoch, als gäbe es auf der Yacht nichts anderes zu trinken. Sie wollten mich nicht gehen lassen und mein Bruder ist anscheinend absichtlich gegangen, um mit anderen Mädchen ans Steuer zu gehen. Oh, kannst du mir etwas Sonnencreme auftragen? Es ist so heiß hier. Ich hatte nicht einmal Zeit, ihr zuzustimmen, bevor sich eine Reihe von Mädchen in Bikinis um mich herumstellte. Ich nahm die Sonnencreme und drückte mir etwas auf die Hand. Aber ich konnte mich immer noch nicht dazu bringen, sie anzufassen. So weit war ich noch nie mit einem Mädchen gegangen. Wenn dies meine Chance sein sollte, hatte ich Angst, es zu versauen. Plötzlich gab es ein stechendes, kratzendes Geräusch. Die Yacht schlug plötzlich gefährlich aus und alle Gläser und Flaschen fielen zu Boden. Ich konnte kaum noch das Gleichgewicht halten. Ich wünschte, ich könnte das Gleiche von den Mädchen in ihren Absitzen sagen. Ich eilte ihnen zu Hilfe, als plötzlich Caden vom Steuer schrie. Haltet euch an irgendwas fest, wir sind auf Grund gelaufen! Instinktiv fasste ich den Griff einer Schranktür. Die Mädchen hielten sich fest an mir. Noch nie hingen so viele Leben von mir ab. Ich begann darüber nachzudenken, wie ich die Mädchen heldenhaft von der sinkenden Yacht gerettet haben würde. In diesem Moment klopfte mir mein Bruder auf die Schulter und ich kam wieder zu mir. Gott sei Dank war die Gefahr vorüber, aber wir waren in der Nähe einer unbewohnten Insel auf Grund gelaufen. Ich begann, Caden zu fragen, was wir jetzt tun würden, aber er war betrunken und kümmerte sich nicht wirklich um das Schicksal des Schiffes. Unsinn, ich habe bereits die Rettungsmannschaften gerufen. Sie werden morgen hier sein. Morgen? Wir werden den ganzen Tag hier sein? Worüber macht ihr euch Sorgen? Die Fische? Wir haben reichlich Essen und Alkohol. Bringt die Mädchen auf die Insel. Aber sie ist unbewohnt. Dann mach sie eben bewohnt. Was für eine Idee! Als ob die Models es vorziehen würden, ihre Zeit nicht auf einer Luxusjacht, sondern an einem wilden Strand zu verbringen.
Anscheinend war ich nicht der Einzige, der auf Kaden sauer war. Ich wusste nicht genau, was für eine Art von Insel es war, aber es gab dort eindeutig keine Menschen. Wir haben versucht, Hilfe zu holen, aber es kam niemand. Nur Leguane. Es war Zeit, wieder ein Held zu sein. Echsen kamen aus dem Nichts und nervten Mädchen, weil sie Essen haben wollten. Ich musste sie mit unserem Proviant bestechen. Ich teilte dem Mädchen mit, dass ich sie alle zerstreut hatte, was sich erheblich auf meinen Ruf auswirkte. Bis zum Abend war ich beliebter geworden als Kaden. Wir haben die ganze Nacht geplaudert. Ich erzählte ihnen all die Horrorgeschichten, die ich kannte. Dann fingen wir an, Wahrheit oder Pflicht zu spielen. Und die Mädchen erzählten mir all ihre Geheimnisse. Als alles getrunken wurde, haben sie sich gegenseitig verpflichtet, mit mir rumzumachen. Der Morgen kam und ich schlief glücklich ein. Beinahe hätte ich vor Schreck geschrien. Wo kommt denn der her? Warum hat er gelächelt? Ich sprang sofort auf die Füße. Was? Bist du müde, junger Mann? Es gibt viele. Du bist einer. Wovon reden Sie? Nun, du hast doch einen Film gedreht, oder? Wie Film? Wir sind schiffbrüchig und warten auf Rettung. Wie sind Sie hergekommen? Mit dem Boot und Touristen. Ich bin Reiseführer. Aber das ist doch eine verlassene Insel. Klar, verlassen. Das ist eine Iguana-Insel. Eine sehr beliebte Touristenattraktion. Ich hoffe, du hast den Iguanen nichts getan. Das ist nach kubanischem Recht verboten. Ich war völlig schockiert. Wir waren also die ganze Zeit über auf einer Insel, die täglich von Massen von Touristen besucht wird? Warum sind die Retter dann nicht sofort eingetroffen? Es lag ja in ihrem Interesse, die Leguane vor uns zu schützen. Mit dieser Frage ging ich zu Kaden, aber... Welche Retter? Sind wir nicht auf Cayo Lago? Wo sind die Mädchen? Kaden hatte nicht einmal angerufen. Ich habe mich noch nie für meinen älteren Bruder so geschämt. Aber gleichzeitig hatte ich viel Spaß. Wer von uns ist also Erwachsener? Danke an den alten Liam, der uns und die Mädels auf seinem Touristenboot mitgenommen hat. Dieses Abenteuer hat uns so nahe gebracht, dass direkt mehrere Mädchen mir ihre Nummern gegeben haben. Das alles ist wirklich passiert. So, das war's. Danke fürs Zuhören. Hallo Leute, ich bin Mindy. Ich bin 19 und gestern habe ich Schluss gemacht. Am Morgen war ich das glücklichste Mädchen auf der Welt und am Abend das traurigste. Ich datete Frank für 5 Monate. Wir waren ein tolles Paar. Zumindest dachte ich das. Wir verbrachten jeden Tag zusammen. Wir spazierten, aßen in Cafés, schauten Filme. Vor einem Monat machte Frank den Antrag. Wir suchten sogar eine Wohnung für uns. Eine Süße an der Ecke zum Park. Jeden Tag träumte ich davon, mit Frank zu leben. Wie glücklich wir sein würden. Und gestern ist alles zusammengebrochen. Ich kam früh zurück nach Hause. Sandy, meine ältere Schwester, war nicht da. Sie wusste, dass ich ein paar Stunden nach dem Unterricht kommen würde. Ich beschloss, ihr einen Streich zu spielen und unter ihr Bett zu kriechen, um sie zu erschrecken. Ja, ich weiß, dass ich nicht mehr 6 bin. Ich bin 19, aber es erinnerte mich an meine Kindheit, denn wir hatten sowas öfter gemacht. Als die Eingangstür zugeschlagen wurde, ging ich in Sandys Zimmer und versteckte mich unterm Bett. Die Treppe ächzte. Jemand lief durch den Gang und ich hörte 2 Stimmen, männlich und weiblich. Mir wurde klar, dass Sandy mit einem Typen nach Hause gekommen war und ich saß unterm Bett wie ein dummes Kind. Das war mir so peinlich. Ich wollte hervorkommen, hatte aber keine Zeit. Die Tür ging auf und ich sah die Beine meiner Schwester und Schuhe, die mir ziemlich gut bekannt waren. Ist das wirklich Frank? Aber wir hatten keine Pläne gemacht, uns zu treffen. Er wollte mich wahrscheinlich nur überraschen. Was für eine peinliche Situation. Ich entschied, dass ich nicht hervorkommen würde. Ich wollte vor Frank nicht total dumm aussehen. Meine Schwester und Frank standen nah beieinander und ich konnte nicht erkennen, was sie taten. Ich hörte Rascheln, seltsame Geräusche und dann... ein Kuss? Nein, das kann nicht sein, aber ich hab's definitiv gehört. Sandy und Frank gingen zum Bett. Ich hörte die Matratze quietschen. Sie saßen sehr nah beieinander. Ich hörte, wie sie sich küssten. Wieder und wieder. Ich hörte das Rascheln von Kleidern und das Geräusch von einem Reißverschluss, der geöffnet wurde. Das war wahrscheinlich Franks Jacke. Ich hatte ihm zum Geburtstag eine stylische Nike-Jacke gekauft. Ich hielt eine Hand über dem Mund, um nicht vor Wut zu schreien. Frank, Liebling, ich hab dich so vermisst. Sorry. Ich weiß, dass wir nicht so viel Zeit miteinander verbringen können. Du weißt wieso. Ich will aber nicht mehr warten.
Du musst Mindy alles erzählen. Tut mir leid, aber ich kann nicht. Mindy ist leicht verletzt. Sie träumt von einer Hochzeit, also muss ich auf den richtigen Moment warten. Mindy ist ein verwöhntes kleines Biest. Du musst mutig sein und ihr sagen, dass es vorbei ist. Honey, ich fühle mich schlecht deswegen. Aber ich mach's ja. Ich verspreche, dass ich's mach. Komm her, Hübsche. Und wieder das Geräusch von Küssen. Ich fühlte mein Herz auseinanderbrechen. In diesem Moment verstand ich, warum Dichter diese Metapher so liebten. Ich fühlte tatsächlich etwas in mir zerspringen und Schmerz und Kälte füllten meine Seele. Sie küssten sich und turtelten miteinander und ich lag unterm Bett und weinte leise. Selbst nachdem Sandy und Frank gegangen waren, weinte ich lange. Dann ging ich hinaus, wusch mein Gesicht und trocknete mich ab. Ich riss mich zusammen. Als Sandy zurückkam, konfrontierte ich sie gefasst. Sandy, tut mir leid. Ich habe versehentlich eins eurer Gespräche mit angehört. Weißt du was? Du hast absolut recht. Ich bin eine naive Idiotin. Ich hab dir vertraut und ich hab geglaubt, dass du die Person bist, die mir am nächsten steht. Du hast mich hintergangen. Tut mir leid, dass ich dich falsch eingeschätzt habe. Dann rief ich Frank an und sagte ihm, dass ich ihn nie wiedersehen wollte. Hier bin ich. Vollkommen allein in meinem Zimmer und schreibe alles auf. Nun habe ich weder eine Schwester noch einen Freund. Meine Träume sind zerstört. Wurdest du jemals von jemandem betrogen? Wie bist du damit umgegangen? Und was hat dir Kraft gegeben?